Ab jetzt, gleiche Stimmen, gleiche Stimmen rein, abfangen. Ja, alles drum und dran. Letzte, ab. Ja. Ja, da war es am Überlegen, ja? Ja, so. Richtig. Ja, und dann korrigieren, ne? Wenn es schlecht kommt, dass ich wieder korrigiere. Ja. Also auf jeden Fall für mich. Timing, guter Ball! Und guter Ball! So, hi, hallöchen. Wie zufrieden bist du mit der Mannschaft jetzt, wo wir jetzt Trainingstage sitzen? Mhm. Man kann schon sagen, sehr zufrieden. Klar haben wir jetzt am Mittwoch das Spiel abgeliefert. Ja. Nur darf man eins nicht vergessen, dass die Jungs, dass wir brutal trainieren, dass wir hart trainieren, intensive Trainingseinheiten hatten. Und ich glaube, was man erst recht nicht vergessen darf, das ist nicht nur die Müdigkeit in den Beinen, sondern auch die Müdigkeit im Kopf. Ja. So, und das hat man den Jungs auch logischerweise angemerkt und das ist auch völlig in Ordnung. Und wir im Trainerteam ziehen die Schlüsse daraus und morgen geht's weiter. Gibt es jemanden, der nicht mitzieht? Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also das ist schon sehr, sehr gut. Da zieht jeder mit, da gibt jeder alles, selbst die zwei Spieler, die ja heute noch angeschlagen, unbedingt mittrainieren wollten, aber dann halt gemerkt haben, dass es nicht geht. Ja, ich glaube, das spricht dann auch für die Mannschaft. Ja. Was ist das noch nächste Woche noch als Vorbereitung auf Ferl und Bonn dann quasi, die letzten Testspiele? Mhm. Gibt es da noch ein bisschen intensiver zur Sache? Also es wird so sein, dass wir schon ein bisschen mehr runterfahren werden nächste Woche, ja. Weil wir zusätzlich ja natürlich zu der Belastung im Spiel natürlich auch noch zum Beispiel Weiterfahrt nach Ferl haben. Das darf man auch nicht vernachlässigen. Dementsprechend werden wir dann etwas runterfahren. Nicht zu viel, weil es immer noch Vorbereitung ist. Wir werden immer noch Gas geben, aber auf jeden Fall ein bisschen runterfahren. Wird sich dann schon so die erste Elf rauskristallisieren? Oder das ist die im Kopf? Das werden wir sehen. Das werden okay. Wir sehen. Mehr will ich nicht verraten. Alles klar. Ja? Danke. Alles klar. Hallo Helge. Hallo, hi. Wie zufrieden bist du mit dem Training heute? Mit dem Training bin ich grundsätzlich zufrieden. Wir haben noch mal gestern und heute ein bisschen auch an den Abläufen mit Ball geschraubt. Gestern war natürlich alles ein bisschen lockerer, auch nach dem Spiel am Mittwoch. Heute haben wir dann noch mal so ein bisschen auch angezogen, haben auch noch mal 11 gegen 11 gespielt und wollen dementsprechend morgen auch bei der Saisoneröffnung vernünftige Spiele zeigen. Ja, sehen wir da morgen wirklich also keinen Lustfußball, kein Sommerfußball, sondern richtig ernsthaft? Ja, wie gesagt, die letzten zwei Spiele waren ja sowohl vom Ergebnis als auch zum Teil von der Art und Weise ausbaufähig. Ich denke, das ist aber völlig normal. Ich habe das ja auch gesagt, schade, dass gegen Eupen keine Zuschauer da waren, weil da haben wir ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht, waren auch in überraschender Frühform. Jetzt die letzten zwei Spiele, wie gesagt, waren nicht so gut, das wissen wir auch. Aber ich denke, das ist in der Vorbereitung normal, wenn man sich mal so die Ergebnisse anguckt. Schalke spielt gegen Bocholt 2-2. So, jetzt ist deshalb nicht Bocholt ein Erstligist und Schalke oder Zweitligist und Schalke dementsprechend und Bocholt jetzt kein überragender Regionalligist oder auf einmal ein Aufsteiger und dementsprechend muss man halt gucken, dass man, ja, dass man das Ganze immer dementsprechend auch vernünftig gewichtet. Also ein Fan von, also liest ja sicherlich auch so immer so ein bisschen so, fragt man sich, die erste Elf kristallisiert sich ja raus, ist die schon in deinem Kopf drin oder wird man die jetzt auch mal so, sage ich mal,
spätestens gegen Verl, wird man die sichtbar sehen? Ja, die wird man schon gegen Verl oder gegen Bonn. Eines der beiden Spiele werden wir sicherlich als Generalprobe nehmen. Das ist klar, dass wir dann Richtung Wuppertal auch schauen. Wir wissen noch nicht, welches Spiel wir nehmen. Natürlich hat Verl erstmal als Drittligist mehr Qualität als Bonn. Bonn spielt eher in einer Grundordnung oder in einem System, wie Wuppertal spielt. Wir werden aber nicht gucken, dass alle Spieler bei beiden Spielen dabei sind, weil man muss auch sagen, wenn man dann in Verl 4 Stunden unterwegs ist mit dem Bus und dann am nächsten Tag wieder nach Bonn fährt, weiß ich auch nicht, ob das eine Woche vor Meisterschaftsstart optimal ist. Deshalb werden wir das schon ein bisschen aufteilen. Aber in der Woche geht es dann natürlich Richtung erste Elf, wobei man auch sagen muss, es gibt ja auch einige enge Entscheidungen oder wird einige enge Entscheidungen geben. Deshalb kann es auch sein, dass wir da mit 11 Spielern spielen, aber es dann auch am ersten Spieltag auch nochmal 1, 2, 3 Änderungen geben wird. Wie zufrieden bist du mit den beiden letzten Neuzugängen, Kas Peters und mit Dustin Wims? Ja, bin ich zufrieden. Natürlich brauchen die ein bisschen Anlaufzeit noch. Sind ja 2 Wochen später ins Training gestartet. Kas kam dann noch aus dem Urlaub. Ich denke, das ist ganz normal. Die Zeit geben wir den Jungs, die Zeit geben sie sich selber. Und dementsprechend menschlich haben sie schnell Anschluss gefunden, machen die Fortschritte. Diese Woche ist es dann auch schon besser als letzte Woche gewesen. Und darum geht es einfach, dass sie sich auch kontinuierlich steigern. Sascha Marquet, wie sieht es da aus? Ja, Sascha wird sicherlich noch seine Zeit brauchen. Das ist immer schwer, da auch eine Prognose abzugeben. Wir haben ja damals mit David auch gesehen, wie lange sowas zum Teil dauern kann. Ist schade jetzt, weil er auch extrem wichtig für uns sein kann oder sein würde. Geht es jetzt einfach darum, das Ganze auch behutsam anzugehen, dass er uns nicht nochmal ausfällt. Gibt es Überlegungen, da noch nachzulegen? Oder sagt man sich, der Kader ist gut genug? Also der Kader ist auf jeden Fall gut genug, hat auch die Qualität, den Zielen gerecht zu werden. Natürlich ist das eine Basis und am Ende sind da ganz, ganz viele Faktoren, die entscheidend sind. Und dementsprechend, wir werden unser Bestes geben, werden Gas geben und das tun, was in unserem Ermessen liegt. Alles klar, Dankeschön. Gerne.